Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Alvina Dvorces, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute mit dem Thema Pouring Flip Cup. Ich wollte heute auch so ein Vergleichbeispiel machen. Ich habe das jetzt so die Farben gemischt und ich würde das jetzt in Becher so gleich sozusagen eingeben. Bei einer Farbe sozusagen auf diesen Leinwand würde ich in die Farben Silikonöl dazugeben. Und bei Metallic-Farben, dann sieht man, dass die Farbe ein bisschen glänzend ist, dann nehme ich auch Silber dazu. Da nehmen wir keine Silikonöl. Und genau mit diesen Mischung würde ich jetzt auch anfangen. Ich würde die Farben so und so, das mache ich den Leinwand jetzt weg. Die Farben bei Flip Cup machen wir so, dass wir die Farben schichtenweise in das Glas reinbringen, ja, und ich habe das jetzt schwarz, weiß ist das immer Neutralfarben und dann habe ich Silber, Grün und so ein Türkisblau genommen. Das ist ungefähr die Farbenzusammensetzung haben wir von diesem Bild genommen, ja, und hier haben wir das mit dem Zugabe von ein wenig Silikonöl und wie gesagt, hier machen wir Flip Cup ohne Silikonöl. Mit den gleichen Farben, anstatt den leuchtenden Grün. Hier habe ich leuchtenden Grün genommen, das machen wir bei anderen Bild. Das war der Chromoxid Grün Fluid. Und bei den Farben, diese glänzende, habe ich gestern für mich bei Bössner so fantastische metallische Grünfarbe entdeckt. Und ich dachte, das möchte ich sehr gerne. Geht es bei Flip Cup? Ja, da, bei Pouring gibt es verschiedene Techniken. Auf meinem YouTube-Kanal haben Sie schon Open Cup Techniken gesehen. Und hier würde ich das einfach die Farben, wie gesagt, in Becherschichtweise gießen. Und was wichtig ist, dass alle Farben, bevor man die gießt, muss man dann einmal durchmischen und gucken, was für Konsistenz habe ich. Ja, man sagt, er sollte ungefähr so wie flüssige Honig sein und wenn die Farben stehen, dann werden sie auch so ein bisschen, naja, so dicker kann man sagen, deswegen so die Pigmente setzen sich ab, deswegen bevor wir gießen, ist es sinnvoll, dass man die Farbe noch mal ein bisschen einrührt und er sieht, das muss ein langer Strahlen sein, der richtig fließt und bei jeder Farbe, bei Silber auch genauso und wichtig ist, dass alle Farben ungefähr die gleiche Konsistenz haben. Die Rezeptur findet ihr, wie ich die Farben gemischt habe, findet ihr in Beschreibung von Videos. Und ich würde das halt, und hier merke ich gerade, dass das Weiß ein bisschen zu dick ist, aber ich gucke das nochmal. Nein, geht. Ja? Wie gesagt, wenn die Farben stehen, dann ab und zu setzen sie so ein bisschen ab und dann ist das Gefühl, dass das so ein bisschen zu dick ist. Auch wunderbar und wir haben auch Türkis genommen und es ist wichtig bei Pouring, wir haben verschiedene Farben, es gibt schwere Farben, es gibt leichte Farben und wie ihr seht, wichtig ist, dass wir dass alle Farben die gleiche Konsistenz haben, ja? Und jetzt würde ich die Farben einfach in den Becher gießen, alles überprüft. Hier, wie gesagt, machen wir einen Vergleich. Einmal mit Silikonöl Flip Cup und einmal ohne Silikonöl, weil ich habe jetzt eine Freundin und sie wollte ein großes Bild gießen. Oh, da könnte sie sich nicht so ganz entscheiden mit Silikonöl, ohne Silikonöl. Und ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt ein Experiment und dann könnte man entscheiden, was für Farben man nimmt. Und das würden wir auch drehen und euch zeigen. So, ich fange dann so mit Weiß an und man sollte die Farbe so rein gießen, ja, das ist so Gießtechnik. Wir lassen einfach die Farbe rein in das Glas gießen und dann schichtenweise machen wir die anderen Farben rein. So. Bei Flip Cup machen wir nicht so viele Schichtungen, zum Beispiel wie bei Ring Pour. Wir machen schon ein bisschen mehr Farbe, fast die ganze sozusagen in den Becher.
dann entstehen so drei Schichten. Hier dazwischen würde ich vielleicht ganz wenig Schwarz dazu geben, weil ich liebe Schwarz mit Silber, gibt es auch immer schöne Farbe. Dann mache ich Grün. Dann kommt Türkis zum Schluss. Von Türkis, wie ihr gesehen habt, das ist sozusagen am wenigsten von Farbe da. Gefühlt würde ich das jetzt auch nicht mehr machen. Mal Silber. Das sollte so wie gesagt Becher voll sein. Zack. Doch nur Silber. So, den Rest würde ich einfach an die Seiten. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Silber. Und noch ein bisschen Schwarz. So, ganz wenig kleine Kleckschen. So, und wie ihr seht, dann sieht der Becher so aus, dass die Farben hier so geschichtet sind. Ja, so hier sieht man das auch. Und dann wird der Becher einfach auf Leinwand umgekippt. Und der Leinwand habe ich von anderer Seite mit dieser Film geklebt, damit die Ränder ein bisschen sauber bleiben. Ich mache das einfach so, Becher unten, Leinwand oben, ja so, zack. Und dann mit dem Halt halten und dann umdrehen, so. Und jetzt muss man warten, bis die Farben selber aus dem Becher sozusagen ein bisschen rausfließen. Und an die Seiten kann ich dann meine Farben, meine restlichen Farben hier so ein bisschen dazugeben. Und bei Flip Cup sollten wir Leinwand nicht grundieren, weil es gibt, wie gesagt, verschiedene Techniken, verschiedene Arten. Bei manchen fließt man sozusagen, bei zum Beispiel bei Open Cup ist das wichtig, dass wir die Farbe, so hier kann ich dann so ein bisschen einfach rausnehmen. So. Und dann rum hier rum einfach die Farbe gießen, ja, damit unsere Becher dann. Das ist dann praktisch die Grundierung, ja, wenn man so wollte. Ja, und den Becher würde ich dann hier mehr oder weniger nach unten aufmachen. Und so, und wie gesagt, hier ist das Flip Cup ohne Silikon. So. Und dann kann man sozusagen den Leinwand so bewegen, dass der Becher hier, so würde ich das so ein bisschen aufmachen. Ja, so, dass das, dann sieht man, dass das schon da fließt. Ja. Und dann mache ich meinen Becher sozusagen, ich ziehe das so schnell nach unten, mache ich das offen. Deswegen heißt das auch Open Cup, ja. Ich habe praktisch meinen Becher. Ich habe gewartet, bis die Farben alle von sich selber sozusagen wegfließen. Hier kann ich das abtupfen. Da drin sieht das schön aus. So, und jetzt, da ich ohne, also hier kann ich auch noch ein bisschen Silber, ohne Silikonöl gearbeitet habe, dann muss ich hier meinen Föhn nicht nehmen, ja? Und wenn er mit Silikon, dann werdet ihr ja bei anderen Bild sehen, da könnte man mit Silikon, mit Heißluftton drauf gehen und dann öffnen sich die Poren. Hier brauchen wir das nicht. Und jetzt das nächste Schritt, was man machen sollte, wir sollten das Bild einfach bewegen. Und wenn wir das bewegen, muss man das langsam bewegen. Und hier haben wir Metallicfarben benutzt, deswegen auch kein Silikonöl, weil Metallfarben haben auch dieses Effekt, dass die Poren sich auch öffnen. Ja, und dann ist das halt so eine Ecke. Da kann man das mit Finger ein bisschen helfen.
damit es richtig da fließt, wo wir wollen. Weil es ist wichtig auch, dass alle Ecken, ich nehme auch immer so ein bisschen dickere Leinwände. Ich finde, das ist einfach schöner, wenn die Ecken gegossen sind. Und ich gehe wirklich von einer diagonalmäßig halt, von einer dann zur anderen Seite. Ja. Ich würde das hier so noch ein bisschen nach unten drehen und wie gesagt, wenn ich das Bild noch weiter bewege, dann seht ihr, dann öffnen sich von unten noch weitere Poren. Und ich habe das sozusagen, jetzt gefällt mir das irgendwie so, ich würde das nicht weiter bewegen. Ich würde das jetzt wirklich so lassen.